Das afroeuropäische Startup Nimex präsentiert den Prototyp eines von Pininfarina designten Brennstoffzellen-SUV, das Ende 2025 auf den Markt kommen soll. Das Spannende an dem HUV genannten Konzeptautos liegt in der Wasserstoffspeicherung. Die patentierte Technologie von Nimex kombiniert einen fest verbauten Wasserstofftank und 6 zusätzliche entnehmbare Kapseln, die als Sekundärtanks verwendet werden können. Damit verspricht das Startup eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern. Das Unternehmen will auch ein Vertriebsnetz für seine herausnehmbaren Kapseln aufbauen. Der auf Kommunalfahrzeuge spezialisierte deutsche Fahrzeughersteller Faun hat die neue Marke Ingenious gelauncht. Unter der neuen Marke bietet das Unternehmen weltweit Lkw mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb in Serie an. Dabei kommen 2 Fahrgestelle von Daimler Trucks zum Einsatz. Bis 2030 will das Unternehmen europäischer Marktführer für H2-betriebene Lkw auf der Kurz- und Mittelstrecke werden. Wasserstoff direkt aus dem Windrad. 35 Partner wie Siemens, ThyssenKrupp, aber auch Forschungsinstitute arbeiten an einem Projekt, wo Wasserstoff direkt in Offshore-Windparks hergestellt werden kann. Ein großer Vorteil der Wasserstoffproduktion auf hoher See ist, dass sich mehr Energie über nur eine Leitung transportieren lässt als bei Strom, für dessen Abtransport mehrere Leitungen notwendig sind. Das von der Bundesregierung mit 100 Millionen Euro geförderte Projekt soll vorerst bis 2025 Grundlagen für die Produktion von Wasserstoff und weiterer Produkte auf hoher See schaffen. Verpassen Sie jetzt keine Wasserstoff-News mehr und abonnieren Sie unseren YouTube-Channel.